Ja, und so, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es natürlich ein Weg, wie aus Kosten Liquidität geschaffen wird. Es ist ganz einfach und ganz klar, wenn ich nochmal einen Personalaufwand habe, zum Beispiel 2.000 Euro für einen Mitarbeiter, habe ich 2.000 Euro Kosten bzw. 2.000 Euro Aufwand und die 2.000 Euro, die fließen auch ab. Es fließen nicht nur die 2.000 Euro ab, es fließt auch Arbeitgeberaufwand dazu ab. Betreibe ich jetzt die Unternehmenskasse, das heißt einen internen Durchführungsweg, verzichtet der Mitarbeiter zum Beispiel auf 100 Euro. Die 100 Euro, die normalerweise Kosten wären und Kosten sind, die bleiben im Unternehmen und werden dadurch zu Liquidität. So nutzt man natürlich mehrfach Finanz- und Liquiditätsströme und es ist ein ideales Instrument, um hier Finanzierung zu betreiben, um hier Kosten, Aufwand, der üblicherweise abfließt, im Unternehmen zu belassen, die Wirkung fast wie eine Abschreibung und entsprechend Liquidität zur Finanzierung zu gewinnen und zu generieren. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Merkmal.